Sie ganz herzlich zu unserer kleinen Buchperformance, eine der Neuerungen in der Corona-Zeit, dass es das gibt. Mein Name ist Klaus Sachs-Hombach und ich möchte heute ein gemeinsames kleines Buchprojekt vorstellen zum Thema Agency in medienwissenschaftlichen Forschungsfeldern. Ich selber habe eher im Hintergrund an diesem Buchprojekt mitgewirkt. Insofern will ich meine Anmerkungen jetzt auch kurz halten. Vor allem haben Berenike Jung und Lukas Wilde sich mit der Konzeption des Bandes beschäftigt und sich auch um die konkrete Ausführung gekümmert. Die Entstehung, dazu zunächst eine kurze Anmerkung, die ist im Sommer 2019 gewesen. Da haben sich Nike und Lukas entschlossen, dass dieses Thema ein aussichtsreiches Thema für eine interdisziplinäre Vortragsreihe ist, das auch eine große Strahlkraft für die medienwissenschaftliche Forschung zu entfalten beginnt. Das also nach dem Erscheinen des Buches werden das dann wahrscheinlich alle auch so sehen, hoffen wir. Also Nike und Lukas haben sich umgeschaut für diese Vortragsreihe nach internationalen Expertinnen und Experten, die in den verschiedenen Bereichen der Medienwissenschaft arbeiten und insbesondere die Idee einer medial vermittelten oder medial hergestellten Agency für ihre Arbeit als zentral ansehen. Und davon haben wir ein paar eingeladen, die Sie hier gleich sehen werden. Also jetzt schon sehen Sie Berenike Jung auf Ihrem Bildschirm, so hoffe ich jedenfalls. Und Lukas Wilde, der ist auch zu sehen. Es sollen noch Geli Mademli kommen und Ivan Gerina. Und vielleicht haben wir auch noch andere, die sich hinzuschalten. Sven Gramp war noch angesagt. Also das kommt gleich noch. Bevor wir aber zu diesen eher technischen und fachlichen Vorstellungen kommen, wollte ich noch etwas zu dem Hintergrund sagen. Und das ist eigentlich auch meine Kompetenz. Ich komme ja eher aus der Philosophie. Und deshalb wollte ich kurz Ihnen erläutern, wie sozusagen der philosophische Hintergrund für dieses Thema aussieht. Weil Agency ist ja erstmal ein Fremdwort und vielleicht nicht so geläufig für Sie. Und wenn man es ins Deutsche übersetzt, ist das nicht ganz eins zu eins möglich, aber offensichtlich hat es was mit Handlungen zu tun. Es geht eben auf diesen philosophischen Kontext des Handlungsbegriffes zurück und in der Handlungstheorie geht man üblicherweise davon aus, dass es Handlungssubjekte gibt, die bestimmte Ziele verfolgen, Absichten haben und sie handeln eben, um ihre Ziele zu verwirklichen. Das ist sozusagen die klassische Ansicht, wie wir Handlungen sehen und das ist auch ein Kennzeichen, eigentlich spezifisches Kennzeichen unseres Menschseins, denn wir schreiben üblicherweise Tieren eben nicht die Handlungsfähigkeit zu. Tiere verhalten sich, sie reagieren, aber sie handeln nicht in diesem Sinne. Der Begriff Agency reagiert gewisserweise auf diesen Hintergrund, möchte aber bestimmte neuere Entwicklungen einbeziehen, die diese klassische Konzeption des Handelns in Frage gestellt haben. Also das ist insbesondere etwa der moralische Kontext, der mit dem Handlungsbegriff natürlich verbunden ist. Wenn wir moralisch jemanden verantwortlich machen für etwas, dann nur, weil er eben Handlungssubjekt ist und frei ist und eben das, wie er handelt, auch selbst bestimmt hat.
wenn man nicht bestimmen kann, wie man sich verhält, also wenn man sich nur verhält und nicht handelt, ist man auch moralisch nicht verantwortlich. Also insofern steht der Agency-Begriff in diesen Zusammenhängen moralischer Verantwortung und insbesondere natürlich in den Zusammenhängen der technischen, komplexer gewordenen Welt, die ganz anders um moralische Zusammenhänge nachgedacht hat. Und also angefangen hat das natürlich mit der Atombombe und mit dem Nachdenken darüber, ob Wissenschaftler verantwortlich sind für ihre Forschungen, ob nicht eben sehr viel nachgedacht werden muss, wenn man Forschung betreibt, was hinterher entsteht in der Welt mit diesen Forschungen. Und diese Frage der sozusagen der vermittelten Verantwortung ist dann sehr viel komplexer geworden, dadurch, dass etwa verschiedene komplexe Agenten auf den Plan getreten sind, etwa Konzerne oder wegen mir auch Apps, Algorithmen, so verschiedene Dinge, die irgendwie, haben wir den Eindruck, unser Handeln ja einschränken, lenken, bedingen, ohne dass wir das Recht zu fassen wissen. Und damit wird eben diese Frage nochmal besonders virulent. Wer ist denn dann eigentlich verantwortlich, wenn sich die konkreten Auswirkungen und auch die konkreten Handlungsereignisse so ein bisschen unbestimmt darstellen und wir gar nicht mehr so recht wissen, wer was beeinflusst? So, das ist ja so ganz kurz gesagt mal der philosophische Hintergrund aus dem Handlungsbegriff. Und die medienwissenschaftliche Frage ist natürlich dann eine spezifische, sehr interessante Frage, weil gerade die Medien, wenn man etwa soziale Netzwerke nimmt, einen ganz entscheidenden Beitrag leisten in dieser Auflösung des klassischen Handlungsbegriffs. Und Agency meint eben, dass sehr unterschiedliche Akteure einbezogen werden sollten. Und das sind ja nach der ANT, wie man sie bezeichnet, nach dieser Theorie oder nach Latour können das ja auf einmal sehr verschiedene Dinge sein und auch Sachen haben auf einmal eine Agency. Und die Frage wäre natürlich, wie sinnvoll eine solche Ausweitung ist oder wie nötig sie auch ist, um Handlung und Verantwortung in einer heute sehr technisierten und medialisierten Welt angemessen zu verstehen. Das war jetzt mal so der Hintergrund, philosophisch gedacht. Die Medienwissenschaft macht das natürlich viel konkreter, auch viel mehr an den Sachen. Und da würde ich jetzt mal Lukas das Wort übergeben. Und ich bin ja ohnehin nicht so ganz so wichtig, sondern mehr so im Hintergrund. Die Arbeit gemacht haben, sind eben insbesondere Berenike und Lukas. Und wir hatten jetzt verabredet, dass Lukas noch etwas ein bisschen spezifischer auf das Thema eingeht und Berenike dann nochmal wieder andere spezifische Dinge erläutert und dann insbesondere auch die Gespräche mit einigen unserer Autoren führen werden. Ja, soll ich da anschließen? Vielen Dank, Klaus. Medien- und Kommunikationswissenschaft, du hast das schon gesagt, da finden die Beschäftigung mit dem Agency-Begriff eigentlich systematisch erst sehr spät statt und eben vor allen Dingen dann in Anschluss immer an ANT-Akteur-Netzwerk-Theorie, so ab den 1990er Jahren und eben daran anschließende Entwürfe eben von medial verteilter Handlungsmacht, das Stichwort ist da eben Akteur-Medientheorie. Und in diesen ganzen Ansätzen, man könnte da auch noch den kritischen Posthumanismus und Neomaterialismus erwähnen. Das sind so ein bisschen andere Strömungen. Da wird Berenike gleich noch was dazu sagen. Und der gemeinsame Ansatz ist vielleicht immer natürlich, tradierte so Subjekt-Objekt-Grenzen eigentlich ganz aufzulösen. Erstmal. Und die Ansätze waren, die es in der Medienwissenschaft dazu gibt, eben sehr theoriegeleitet, stark auf Latour und andere ANT-VertreterInnen ausgerichtet. Da wird Sven Kramp auch nochmal was dazu sagen, der dann einen recht beeindruckenden Überblick so aus medientheoretischer Perspektive und einige Vorschläge zur Verbindung mit Medienbegriffen gemacht hat.
Was wir aber vor allen Dingen versuchen wollten mit dem Konzept der Ringverlesung und dem Band, war vor allen Dingen exemplarische Medien, spezifische Medienkonfigurationen in den Blick zu nehmen und da eben zu schauen, was hat jetzt da genau Agency als medienwissenschaftliche Schlüsselkategorie eigentlich vielleicht für ein Erklärungspotenzial in diesen ganz bestimmten Forschungsfeldern. Und ja, gewissermaßen als Rahmen für so ein Modell, was eben mediale und mediierte Handlungsmacht eben alles umfassen kann, haben wir eben versucht, ein bisschen ein Modell zu entwickeln, das diese sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven mit auch ganz unterschiedlichen Akteurs- oder AkteurInnenbegriffen ineinander in Dialog setzt. Und das ist so ein bisschen ein dreiteiliges Modell, das zwischen einerseits eben kommunikativer Agency von menschlichen AkteurInnen, technisch-apparativer Agency von Materialien und Technologien und ein bisschen übergreifender vielleicht der Verteilung von sozialer Agency in Institutionen und komplexen Dispositiven differenziert und versucht, die so ein bisschen zusammenzubringen. Wie hängen die eigentlich miteinander zusammen? Also wenn ich da ganz kurz so mal diese drei Schlaglichter setze, ne, haben wir so eine erstmal vielleicht eine semiotische oder kommunikative Ebene. Sehr viele MedienwissenschaftlerInnen beschäftigen sich mit multimodalen Texten, Filmen, Comics, Videospielen und so weiter. Und da könnten wir dann eben erstmal nach verteilter Autorschaft oder Autorinschaft eben fragen, was ja bei transmedialen Welten und Figuren dann ganz schnell außerordentlich komplex wird. Und eben auch nach verschiedenen rezipierenden Gruppen, die eben unterschiedliche und ja eben auch mitunter subversive oder widerstreitende Deutungen ins Feld führen. So, das ist auf jeden Fall, glaube ich, mal ein sehr zentraler Bereich. Wenn wir dann weitergehen und sozusagen auf technisch-apparative Agency schauen, dann fragen wir eben danach, wie die materiellen oder digitalen Bedingungen der Medienproduktion, Distribution und Rezeption die Handlungsfähigkeit von den darin situierten AkteurInnen eben auch strukturell beeinflussen und mitbestimmen. Also in der neomaterialistischen Fassung hätten wir dann eben auch die Agentialität sozusagen des Materials selbst, was zur Debatte steht, und eben die Verteilung zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren bzw. AkteurInnen in komplexen Interfaces. Und in der dritten und vielleicht weitesten sozusagen sozialen und kulturellen Dimension schauen wir uns dann eben Mediensysteme als Dispositive oder Assemblages vielleicht an, die eben sozusagen diese sozialen Rollen und Subjekt Positionen überhaupt hervorbringen und stabilisieren und destabilisieren. Also wie werden hier soziale Kategorien, klassischerweise Race, Class, Gender, aber auch Disability in so intersektionalen Perspektiven durch Mediation geprägt und welche Machtunterschiede sind damit verbunden? Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Und ich glaube, was diese Ansätze eben verbindet, ist, dass die eben vor allen Dingen erst in ihrem Zusammenspiel natürlich interessant werden. Und ein möglicher Theorierahmen, den Agency als Schlüsselkonzept der Medienwissenschaft dann anbietet, wäre eben wieder gemeinsame Blick auf diese drei Dimensionen von semiotisch-kommunikativer, technisch-apparativer und sozial-kultureller Medialität und den entsprechenden Agency-Kategorien eigentlich zusammenwirken oder zusammenspielen. Genau, das ist so ein bisschen ja, die Fragerichtung oder die Stoßrichtung und wir beziehen die spezifischer dann auf diese Umstände, sagen wir mal, der Postdigitalität. Das ist ja ein bisschen auch, was jetzt vielleicht gegenüber den früheren, den ersten ANT-Debatten in der Medienwissenschaft jetzt prominent geworden ist. Also, dass wir eigentlich gar keine Medienbereiche mehr haben, die nicht digital sind. Also, dass der Begriff der Digitalisierung so ein bisschen an Schärfe verloren hat. Und da kann man dann eben nochmal genauer fragen, jetzt in zwei Richtungen. Einerseits, was ist denn jetzt mit dieser Agentialität oder Wirkmächtigkeit von nichtmenschlichen Akteuren, muss man dann vielleicht sagen, also weil wir da gar keine anthropomorphen Gestalten eigentlich mehr haben für sowas wie smarte Technologien, Social Bots, autonomes Lernen und so weiter. Und wie wird in diesen postdigitalen Raum dann auch die relativen Handlungsfähigkeiten oder Unfähigkeiten von individuellen, kollektiven und institutionellen menschlichen Akteurinnen neu zu bestimmen sein. Und zwar eben konkret in diesen bestimmten medialen Feldern, die unsere AutorInnen bearbeiten oder in denen sie eigentlich bestimmte Fragen stellen. Ja, das vielleicht so ganz grob
zu dem, was uns an dem Thema interessiert. Berenike, hab ich das so? Genau, nein, genau. Jetzt kommt der dritte Teil sozusagen, der sich mehr auf die auf unsere BeiträgerInnen konzentriert. And here we switch to the English part of this video, because our volume features both German and English contributions. And I'd just like to repeat quickly why we called it agency post-digital auf Deutsch, or you know, in English you'd probably say post-digital agency. So this term has emerged to characterize, as Lucas just explained in German, the term post-digital has emerged to characterize our contemporary moment more broadly. So at least in the global north, there is a nice definition by Florian Kramer who suggests that post-digitality acknowledges that there are few non-digital media areas at the moment left that can be identified. So that the term digital or digitization really has lost its meaning. So the idea of post-digital refers to a state beyond the, not beyond the digital, but acknowledges the ubiquity of the digital. And similar to ANT concepts, post-humanism and new materialism have expanded the category of those who can have agency beyond the human and the living in these fields of thinking. So agency cannot only be attributed to human and non-human animals, but also to objects, materialities, devices, inscriptions, programs within complex configurations. And here's where we can lead on to our contributors who have chosen very different approaches to this question of distributed agency in and through media. The overall picture shows how productive the questions of mediated agency can be as a starting point for specific analyses and how at the same time, different projects can be related to each other. Within our contributors' interventions, these extend from a conceptualization of agency in media theory and agency as a sort of fulcrum in specific areas of media studies, such as fan studies or transmedia character studies, to adjacent disciplines and theoretical approaches where this concept is highly relevant, such as agential realism, queer feminist studies, and agency in and by autonomous weapon systems. Well, we have invited one of the English language contributors today who can speak to the way in which they framed and employed this term and spoke to our interdisciplinary framing as well. This is Dr. Ivan Jurina, who works in game studies at Brunel University, London. Okay, so we have invited one of our English language contributors today who can speak to the way in which he framed and employed this term agency. And this is Dr. Ivan Jurina, who works in game studies at Brunel University, London. So obviously he spoke about agency in game studies, which as I understand is key in this field. And in your contribution, Ivan, you delineate the theoretical valence of agency in the field, and you also offer a critical meta-analysis of the Stanley Parable in terms of its own intervention into these discourses. So I would like to ask you if you could outline for us the main discourses on agency in game studies and how you used it in your chapter. Yeah, sure, thank you. I was actually very pleased to contribute to this volume on agency at large, particularly because I think one of the issues with agency in video game studies has been the isolation of the concept from other interdisciplinary fields. In fact, one of the problems or criticalities of video game agency is that it in the 1990s emerges as a response to the use of interactivity as an umbrella word across different media discourses. So there is a moment in which particularly seminal authors such as Janet Murray and Espen Orset interrogate the valency of keeping using ideas of interactivity in relation with video games when they feel, they all feel
from different perspective, that there is something special about this media or something different. And that's really where their trajectory is the part. That's also why my interest, particularly in this essay, is on the relationship between interactivity and agency. Because while Orsett in the 1990s is invested in a book, really, Cybertext, that becomes a staple for game studies, is invested in the ontologies of cybertextualities and so on, the components, that the very basic qualities of these media. Janet Murray, which is often casted against the work of Orsett, and quite harshly so, because generally scholars tend to comment on her more this more how to say descriptive, more loose approach to the subject matter. Really, what the book of Murray does, Hamlet on the Holodeck, which becomes the first sight of definition of agency in video game theory, it's to lay out an aesthetic theory rather than to look for an ontological description of interactivity. So, but really. Hello, sorry, I see I'm frozen. No, you're good. Frozen? Yeah, you're frozen, but frozen. The audio is fine. Oopsie. Hello, did I freeze? Yeah, it's fine. It's just interrupted briefly. Where did I get? Did you guys? The audio was fine all the time. Ah, okay. I'll start. So, okay. So what Murray does in the 1990s is to wrestle with the effects of these interactive objects. And Hamlet on the Holodeck is really a companion to the experience of using what she calls cyber drama, but really are all types of narrative textualities associated with computer media. Agency then for Murray becomes this tool to describe the almost inebriating effect of power and mastery that one experiences playing video games, this ability she describes of making meaningful choices and feel the heavy impact of these choices in this narrative world, which really describes what is fun about video game, to toy around with this world and to have to assume almost a godly position in relation to them and exert agency. So that's sort of like the starting point of my essay. I move on almost operating a critique of the relationship between interactivity and agency, and how agency really initially understood as this idealistic relationship with the digital text, where we can finally hold freedom, take freedom, and exert choices, and sort of like be ourselves and create our own text through these choices. I argue becomes an aesthetic byproduct of interactivity, and interactivity in video games is not that all free at all, actually. I think Stanley Parable, it's a great example, and one of the first in which video game designers start reflecting about the constraints and the limits of interactivity, and really as a sort of like product of this reflection, agency comes under a very critical lens, not as the experience of power, not so much as the experience of power and freedom in digital world, but really almost as a soothing aesthetic effect that encourages to keep laboring and working in this digital environment. Interactivity then, as I understand, it's almost flipped, not as the ability to reconfigure text at our own will, but rather, just like the protagonist of the Stanley Parable, as a chore, as our position in relation to the digital text, in relation to the computer, that forces us to compile informations and to execute actions that are prompted by the video games. In Stanley Parable, which is what we would call today a walking simulator, mostly
the player is invited to explore a labyrinthine office building in which Stanley, which we never really see, if not through the first person point of view, is found alone all of a sudden and wanders. The game makes a very satirical use of voiceover, which sort of prompts the player to an exact and right sequence of commands that, if executed exactly according to the voiceover, will lead to something that is called happy ending. But that doesn't exhaust Stanley Parable, and actually it barely scratches the surface. In fact, you can reach the happy ending, I think, in a matter of 15 minutes or something like 15 minutes or something like that. Stanley Parable then develops instead as a labyrinth, as really literally a web of choices and an hypertext in which the player, through the through a sort of like antagonistic relationship with the voiceover, is invited to explore all these world of choices. The game holds something like 18 different ending, and some commentators online still talk about secret ending and so on and so forth. And each of all the other ending sort of criticizes and mocks the player for their attempt to get away with their own choices. And so in the essay, I explore really three of these ending. I look at the art ending, I look at the happy ending that I explained before, and I look at the not Stanley ending. These are all different scenarios in which the game prompts a reflection on either the meaning of choices in video game, the meaning of choices in an environment where all choices have been pre-designed for us. And so what does it mean to be free within this context? Or the art ending that really question more the semiotic chain between interactivity and the choices that we make. One final point that I would like to make is, like, in the article, I attempt then to draw, according to this interdisciplinary spirit, a different genealogy or a different really inspiration for understanding agency in video game, which is in line with the political critique that Stanley Parable operates against the backdrop of modernity and modern labor. In Stanley Parable, agency emerges very much akin to agency in neoliberal socioeconomic system, where individuals are charged and really made responsible for processes of self-determination through freedom of choice. I can buy whatever I want, therefore I am free, or I can achieve whatever I want, I just have to work hard enough. Ideologically hiding the constraints really that govern these choices, and so ideologically hiding potentially how cultural backgrounds, education systems, access to different types of information and opportunities change radically the potentiality for our paths and really to self-determine. So a masquerade of freedom of choice that puts us, just like in the Stanley Parable, on different rails, getting us to potentially different endings, just not always as metacritical as in Stanley happens. So in the abstract, I asked provocatively a question that some of the editor noticed, sort of like as a funny element. I asked to the reader, is there then no agency in video games? And I think while, of course, my introduction sounds quite grim in relation and quite pessimistic in relation to the possibility of exerting agency in video games, one important element is or like one alternative is to have, again, a shift
in where we look for agency, not necessarily in the aesthetic produced within the text, but in the possibilities of manipulation and exerting change, not through our choices in the video game, but through our choices on how we play the game or how we manipulate the game. Authors such as Cindy Poremba have recently highlighted how potentially a venue for agency in video games can be discussed in relation to authorship, or what she terms player authorship or the player author, how video games players are often allowed tools and possibilities not only to subvert the text, as interactivity would like us to execute perfectly the commands prompted by the computer, but play always leaves intention between the player and the rules of play or the game. And so we often see that with games, players will do things that games designer didn't expect. And we have survival horror video games that are supposed to be very slow and very tense turned into race games through practices such as the speed running, where experienced players learn how to beat the game at the fastest pace possible, really subverting the genre. And the expectation of the designers, but also practices of hacking, modding that radically invite users because of the modular and reconfigurable materiality of digital objects, invite to mess up with them. And so the modding community will thrive on creating queer mods of fantasy worlds, of high fantasy worlds. And the interesting thing about Stanley Parable's critique of agency is exactly this. Stanley Parable is a mod. Initially is a mod of the famous game first-person shooter Half-Life 2. And the designer really developed Stanley as a response to their frustration with discourses around shooting and action in video games, displaying a different way of being active and really a way of being meta-critical about acting in video games, with initiating what we can now term the walking simulator genre. So I thought Stanley, in this way, both with his grim criticism of agency, but also with its own embodiment of the agency of Dave Reidy, the designer, it is sort of like prompts a nice reflection around the limits, but also the possibility of video game agency. Yeah, thanks, Ivan. I totally agree. And I think your essay, one of the reasons why it's so great is that it adds this dimension of aesthetics and ideological criticism to our three-pronged model that we develop of like the distribution of agency between human material and dispositif. And I feel like it all, it's linked in a nice that is linked in your essay, but also explored for these meta-reflective aspects that we can find in if we think about the discourses that surround agency. Maybe. May I jump in? Yeah. Okay. If I get your argument right, and it's really fascinating to me, is that only on a first glance video games, computer games are distinguished from other media by this agency as a design category, not something that we only see externally or reflect upon as scholars, so who has agency there, but that it's really something within the game. But then you point out quite nicely how that and that idea is also something being sold to gamers and to as a kind of ideology maybe of gaming culture itself. And we can see that because in the Stanley Parable
the topic is turned, the agency is turned back into a subject or a topic again from this implicit design category. So I'm interested that, like, the Stanley Parable is a kind of art house game, obviously. So it has been taken as a point of reflection within game studies quite often, I would say. So how do you see the relation between that game and the more commercial product in reflecting about general aspects of agency in game culture and mediality of games? Is it a little bit like a Borges text in literature studies, or like Watchmen in comic studies, so that the media or the genre attains self-reflexivity or self-awareness, and we can use that to think in a new way about games in this case? It is apparent at first glance that Stanley, it's this sort of artsy experiment, subversive tool through which a game designer almost narcissistically plays this exercise in what if, you know, what if we could all walk up from the matrix, take the right pill, and realize that we are all these wired individuals in the machine. But I think what is interesting about the game, and maybe about game industry, and maybe I'll start with a critique of Stanley, is that oftentimes this division between the what we would consider experimental and art games and mainstream games sort of crumbles. Indeed, Stanley Parable, that starts as a mod, is then remastered as a full-fledged game under the label of the same company that provided the initial tool and that distributed Half-Life 2. So Stanley Parable becomes one of Valve's games, and in fact it can be bought and is sold on Steam. So it participates on that fantasy of choices and power and agency that is sold by video games and that prompts players to keep spending time in this virtual world and purchasing them really on these digital platforms. So on the one hand, Stanley itself does not do away with the commercial constraints that literally tie the games to the neoliberal and capitalist economic system that it's criticizing. But on the other hand, it's also not the only one. So gamers demonstrate a fascination for what some authors term meta-proceduralism. So meta-critical reflection on procedural textualities, the procedural textualities being basically all the games that develop either a narrative or argument to procedures. I give you a set of rules, this set of rules shape a behavior, that procedure takes you from A to B. Meta-procedural games are those games that lift the veil on procedurality and tell you, I am giving you these rules. There are these constraints. How do you feel about it? And Stanley is not the only one. Hideo Kojima experimented with lifting the veil. What we would call metaprocedurality, we could call it a breaking the fourth wall in video games, really. And Kojima did it already in the 90s with a beautiful scene in Metal Gear Solid where a villain, Psycho Mantis, sort of taunts the player, telling them that they will never beat him by Psycho Mantis. This villain has some kind of psycho abilities to mess up with the protagonist, Solid Snake. And what happens is the player all of a sudden finds out that the controls are not responding anymore or are inverted. And what the game prompts us to do is, I don't remember exactly, but to shift the position of the controller. You have to plug it from one to the other. That was nice. And so it's acknowledging not only the presence of the player, but also the materiality of the controls and the idea of controls and being controlled, sort of like prompting at that meta-procedural discourse. More recently, games like BioShock cast ethical choice around choosing to gain power in games or doing the right thing, almost like
having this dichotomic direction between becoming a god almost in your game and acquiring more powers or doing the right thing, that is often a trite and tired rhetoric in games. Be the good guy or be the bad guy. That's all the choices that often seem to be left to gamers. And what BioShock does at the end is to unveil for the player that no matter the choices that you made until that point, you will be manipulated into making a certain trajectory. You find out that the aid or the sort of like helping character that until that moment was guiding you, the player, and the protagonist outside of the city of Rapture, instead was a villain guiding you to your ultimate, or you, the player, to the ultimate murderous mission. And really the game became the sort of staple in game studies to criticize the limits of freedom and choice in video games as it narrativizes this problem. There is this beautiful speech by Andrew Ryan, the despot of Rapture, that literally spills it out for the player. Almost a little bit didascalic in that sense. It's like, what does it mean to be free, a free man? One of the famous sentences, like, a man chooses a slave obeys. And until the moment we realize that we're just being obeying to the commands of Andrew Ryan. So games, just to sum it up, games have been wrestling and are still wrestling at any level, both commercial and independent, with match up proceduralism. And I think Ian Bogost put it well in his argument around procedural rhetoric. It is because the prime pleasure of games is, unlike other procedural systems like law or like formal, I don't know, other similar formal economic system, games are system in which we are invited to challenge the procedures. We have a set of rules, and the goal of the player is to sort of defy those rules and win against the odds. And so that's why they're great tools to reflect about procedures, because these are procedures that the players are invited to challenge and to win over, and sometimes even to manipulate. That's why modding, hacking, cheating are such big practices in games. And Mia Consalvo has a beautiful book called Cheating, that is like an ethnographic research on the practices of cheating in play of among players. Not all forms of cheating correspond to breaking the game or breaking play. Some and other in other contexts that are not video games, like in poker, there are forms of sort of cheatings that are just recognized as mastery. And so games in general are this tool where procedures can be challenged. And that's why metaproceduralism is not so much as a niche, but actually one of the pleasures, one of the central pleasures of video games. May I also ask more general, maybe silly questions? Would you say there's a general relation between agency and the quality of computer games? So you might say the more agency a computer game allows, the higher the quality is. Or maybe differently, you might say the more reflection on agency a computer game includes, the better, the higher the quality. Would you say that there are such general relations between agency and quality of computer games? And that's actually a great question, because it allows me to get into something that I didn't talk so much about, the move from Murray to other studies on agency in video games. So from Murray's description, that's exactly what emerges, right? It's like digital text and computer-based narratives are amazing because they give you freedom of choice and potentially infinite number of different texts that developers, we exert these choices.
later commentators reflect on how that's not necessarily what happens in agency, and actually more often than not, agency emerges not as a result of total freedom, so a sandbox game in which I have endless tool and I can do whatever I want, but commentators are like, if there is no constraint, if there is no obstacle, if there is not something limiting me, what is the pleasure in being able to do all these things? And so not only that, but also reflecting on the material constraints of computation, algorithmic calculation. Generally, a design theory moves towards an idea of agency that is not so much more freedom equals more agency, but a good balance between constraints and affordances, where the material constraints, how much calculus power do I have, how many non-playing characters can I move, how many actions can I allow to the player, it's compensated or put in relation with dramatic context, dramatic constraints. So a narrative or some kind of exactly dramatic context that will provide a plausible justification for the limits to what you can do. And that's why we have oftentimes video games that are basically an endless series of corridor where I feel there is a complete and living world around, although I cannot go anywhere in that world, which I don't question because the game dramatically puts so much pressure on me to move forward, to never stop because of the enemy shooting at me, because of the environment crumbling around me, that I don't even see the corridor that is laid in front of me. I just see the only path, the only choice that makes sense, which is the choice that I want to make, because it's the only choice really available to me, but dramatically is the choice that matters to me. It's the only choice that. And so agency then emerges as this fine recipe between what do I have materially in my computer and my computation system, in my model, and how can I make sense of that for the player dramatically so that it never questions the amount of choices that are given to them. The other thing is like agency depends on video game literacy. I always tell my students, if my mom could play now with Super Mario Bros, so she would probably be blown away by the amount of choices and interaction that she can have with that game. That's because she has never played much video games in her life. As gamers, we become more savvy. We start having a set of expectations that not only ask games to become better at giving me choices, but also to give them consistently. So I will expect in a first-person shooter to have a lot of choices about my weapons and about the ways in which I take down my enemies. While it's in a puzzle game, I will expect a lot of choices as per how I resolve the puzzle. And so it becomes also a matter of media literacy in that sense. And finally, the agency is not always enhanced by realism. There is a big issue with the uncanny valley in video games, for which if I give to my players very high resolution, very high detail models and worlds, they will expect to be able to interact with more realism. So the more realistic what I show, the more realistic the interaction that they expect. Conversely, somehow, and sometime, abstraction, and so having more either cartoonish or abstract models and graphic style can set different set of expectations in relation to the actions and the choices that you make. And so all of a sudden, I'm fine that Super Mario Bros. Can only go forward and cannot go backwards because what do I know? It's a flat world with clouds and little turtles that chase me. So everything goes right. Yeah, wonderful. Yeah, thank you. That was so many more examples and a larger context. It's so interesting because we've just been talking about structures versus individual agency in a political context. And
obviously you're relating this to your field and to the specific game, etc. But I feel like some of the questions are so pertinent also for a larger context, like how much freedom do we actually want? When does it get confusing? To what extent are we trained by the structures that surround us? Can we actually exit them? Or is even the subversion already, again, offering a new kind of ideological discourse, etc.? So, yeah, I think it really, I think it's a great example of how one specific example and one specific field connects actually to so many other fields, like fan studies, etc., and how it opens much larger questions or questions that are applicable also to other fields of our life. Yeah, yeah, totally. I mean, I always say I believe video games are really really are a quintessential postmodern medium, because they constantly invite us to rehearse these crazy tension between freedom and constraints that is very much part of our modern society, these being many people at once and being masters at all these different things. There are many ways in which video games crossroad current cultural system. One of them is this idea of meta procedurality, living in system that proclaim freedom of choice, but constantly sort of like pick a fence, all these like bureaucracy, law, limits, social limits, etc., etc., and almost like in a game, ask us to challenge and to self-determine ourselves against the odds of these rules, against the odds of these constraints. Mit uns ist jetzt nochmal Dr. Sven Kramp hier von der Universität Erlangen-Nürnberg. Und Sven hat den Zusammenhang von Agency und Medienbegriffen nochmal sehr grundlegend diskutiert, würde ich sagen. Dein Beitrag trägt den Titel Die Agentur der Medien und den etwas programmatischeren Titel noch Plädoyer für eine Medium-Netzwerk-Wissenschaft. Und da fragt man sich natürlich, wie hängt das denn beides zusammen? Also von welchem Hintergrund hast du dich sozusagen dem Agency-Begriff angenähert und welche Rolle fällt dann Agency in diesem Vorschlag vielleicht einer Medium Netzwerkwissenschaft eigentlich zu? Das sind schon gleich große Fragen. Genau. Ja, genau. Genau, also vielleicht einfach ganz grundlegend. Ne? Agency, wie hast du dich dem Begriff eigentlich genähert? So. Also erstmal zum Titel, ja, weil das dann ja nicht so prominent ist im Text selber. Die Agentur für Medien ist einfach die Agentur für Arbeit. Ja? Also wir Medienwissenschaftler suchen Arbeit. Und Arbeit, die wir suchen, suchen wir dadurch, dass wir einen Gegenstand brauchen. Ja, und es wird uns immer vorgeworfen, dass wir keinen haben, dass wir eigentlich gar keine Wissenschaft sind, sondern wenn irgendwie sind wir Parasiten, die an anderen partizipieren oder parasitär sind. Also wer sozusagen, das ist ein Angebot aus dem Arbeitsgebungsmaßnahme. Und ich fange einfach mal an, ihr schneidet es ja sowieso, oder? Klar. Also erstmal ist ja klar, dass uns meine ich jetzt Medienwissenschaftler ganz generell, die nichtmenschlichen Handlungskräfte oder Möglichkeiten interessieren. Ja, das ist ja seit den Tagen von Marshall McLuhan so. Wenn der sagt, the medium is the message, dann heißt das irgendwie, das hat irgendwie Einfluss, ja, unabhängig davon, was die Leute damit machen oder welche Absichten sie haben. Und das ist etwas, wo uns bis heute, glaube ich, umtreibt, auch wenn es in sehr unterschiedliche Richtungen geht. Das große Problem daran, glaube ich, ist bis heute dasjenige, dass es trotz allem sehr unscharf ist. Ja, was heißt denn das eigentlich, wenn nichtmenschliche Akteure, Medientechnologien, oder bei McLuhan ist es ja noch ein sehr viel weiterer Medienbegriff, wenn die irgendwie Einwirkung haben oder Handlungsfähigkeit oder uns zu irgendwas bringen? Ich finde, das ist etwas, was man schon schärfen können sollte. Und die ANT, also die Akteur Netzwerktheorie, macht dafür einen Vorschlag, ohne jetzt auf McLuhan oder so zu verweisen. Und sie versucht es ja mit dieser klaren Symmetrie zu machen. Also es gibt menschliche Akteure und es gibt nichtmenschliche Akteure. Und die haben irgendwie Agency. Ja, so fängt schon das Problem an. Aber das ist erstmal attraktiv. Sie versuchen eine Art von Vokabular
vorzustellen, dass zumindest mal systematischer versucht, diese medienwissenschaftliche Ausgangsthese greifbar zu machen oder umsetzbar zu machen in sowas wie medienwissenschaftliche Handlungsfelder, wo man dann auch tatsächlich analysieren kann oder Ähnliches. Also soweit so trivial. Latour und andere schlagen da vor bei der ANT, diesen Unterschied zu machen zwischen Mittel oder Mittler und Zwischenglied. Das dürfte auch den allermeisten bekannt sein. Also Zwischenglied wäre dann dasjenige, das zwei oder mehr Dinge miteinander verbindet, quasi neutral überträgt. Und das Mittel, das erstmal für die Medienwissenschaft sehr viel interessantere, wäre dasjenige, dass dort etwas passiert während der Vermittlung. Also the medium is the message. Und das wäre dann genau diese Idee. Und die macht Latour auch ziemlich stark in vielen seiner Publikationen zu sagen, da passiert etwas, ja. Wenn zwischen unterschiedlichen Sachen, sag mal, menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren vermittelt wird, gibt es ein Mittel und dieses Mittel verändert die Art und Weise der Zusammenkunft des Netzwerkes, was auch immer. So, das ist erstmal ganz attraktiv, finde ich. Das wurde auch aufgenommen und es gibt ja viele, viele auch total kluge Publikationen in der Medientheorie, in der Medienwissenschaft um dieses Feld herum, um diese Form von Medialität oder diese Form von Mittler. Also vor allem denke ich mal an die Weimarer Zunft und wahrscheinlich auch Siegen. Die haben ja auch so einen ganz voluminösen Sammelband rausgegeben, der dann heißt Akteur Medientheorie. Ja, da wären wir schon fast bei meinem Titel, den ich dann umgedreht habe. So, und ich kann mich in der Klugheit mit diesen Leuten überhaupt nicht vergleichen. Ja, also die sind da eloquent und sie kennen das und sie diskutieren das. Das große Problem, wenn ich das sehr polemisch zusammenfasse, ist dabei, dass alles in Medialität verschwindet. Also da gibt es dann keine Einzelmedien mehr, es gibt nur noch mediale Verbindungen, jeder Akteur kann irgendwie ein Medium sein und es geht hin und her. Und ich finde, das ist erstmal auf theoretischer Ebene durchaus plausibel, was sie machen, aber es ist nicht besonders handgreiflich. Ich kann damit immer noch nichts anfangen, analytisch, aus meiner Sicht. Ja. Da werden mich jetzt Leute dafür schlagen. Darum wäre mein Vorschlag, das rumzudrehen. Ja, also darum Medium-Netzwerk, also nicht Medien und das dann aufzulösen in ganz viele Medialitätsformen, sondern zu sagen, ich gucke mir genau nur ein Einzelteil raus. Und von diesem Einzelteil, das mache ich wie eine Art von experimentellen Anordnung, zu sagen, was passiert eigentlich, wenn das Element X reinkommt in ein Netzwerk, verändert es das? Ja, also ich muss einen Zustand haben davor und einen Zustand danach. Und wenn diese Veränderung erstmal sehr groß ist, dann scheint es interessant zu sein als Mittel. Das heißt, mein Vorschlag wäre eigentlich erstmal eine Pragmatisierung des Ganzen, zu sagen, ich gucke mir das an und ich gucke mir das so an mit zumindest mal zwei Zuständen und einmal mit dem einen Element und einmal ohne und versuche das dann zu verstehen, was sich dort verändert hat, wenn denn nur dieses eine Element sich verändert. Was natürlich eine hochgradige Komplexitätserniedrigung ist und so, aber das ist deshalb so interessant, finde ich, weil es pragmatischer wäre als viele andere Vorschläge. Und die zweite Sache, die finde ich auch bei der ANT, zumindest so wie ich sie von Latour kenne, nicht befriedigend gemacht. Es gibt diesen Unterschied, ich habe schon gesagt, zwischen Mittel oder Mittler und Zwischenglied. Und dieses Zwischenglied ist sowas so quasi neutrales Übermittlungsding. Dann kommt man irgendwann mal dran, oh, es gibt gar keine neutralen Zwischenglieder. Wer hätte sowas auch gedacht? Ja, das ist das erste Problem der ANT, weil sie eigentlich eine Opposition aufmacht, die eigentlich gar nicht existiert in echt. Und die zweite Sache, die ich eigentlich interessanter finde und die Latour zumindest überhaupt nicht verhandelt oder wenig verhandelt, ist, dass diese Zwischenglieder, je neutraler sie etwas vermitteln, desto mehr Handlungskraft haben sie ja eigentlich. Ja, so ganz triviales Beispiel, die Post ermöglicht mir, eine Botschaft von A nach B zu bringen, indem ich etwas aufschreibe. Und am besten so, der Clou daran ist eigentlich, dass es sich nicht verändert während der Transportation, während des Transports. Und das wäre eine Form von Handlungsmacht, die genau andersherum zu stehen ist. Nicht dieser Mittler verändert etwas, sondern der Mittler oder das Zwischenglied hat genau deshalb Handlungsmacht, weil es nicht verändert oder weil es stabilisiert. Und von dem her, das sind diese zwei Sachen. Also einmal dieses Umschalten von Medien auf Medium und die zweite Sache, das Ernstnehmen oder Ernsternehmen des Zwischenglieds als etwas, das gerade dadurch, dass es weniger verändert oder kaum verändert, große Handlungsmacht eigentlich bekommen kann in Bezugnahme auf Stabilisierung von Prozessen. Oh Gott, sorry, aber du schneidest es zusammen. Ich quatsch einfach rum, ja. Ja, ich könnte noch länger zuhören. Also ich, gerade wie du es nochmal so herausarbeitest, das fand ich aber tatsächlich auch so mit an der innovativsten Aspekte von dem Beitrag, dass es eben nicht nur so immer um diese Transformation und Störung von Ereignissen und Prozessen geht, sondern eben auch um dieses, eine Verharrung ist, glaube ich, auch so ein Begriff, mit dem du arbeitest. Also
Und das lässt sich auch anschließen, ne, an so bekannte medientheoretische Denkfiguren wie diese Unsichtbarkeit oder sowas des Medialen. Wär das dann sozusagen, also diese eigene Agency unsichtbar zu machen, ist das dann sozusagen eine genuin medienwissenschaftliche oder medientheoretische Theorieschleife, wo wir jetzt sozusagen schon die soziologischen Interessen vielleicht von Latour dann auch hinter uns lassen? Würdest du da sagen, das ist auch so ein Einsatzpunkt von der Theorie? Also es gibt den Grund sozusagen, warum wir die in der ANT eigentlich nicht finden, genau diesen Gedanken, weil das eben auch vielleicht ein tradierter medientheoretischer Gedanke ist, diesen Moment der Unsichtbarmachung oder Verharrung sozusagen? Das müsstest du dann wahrscheinlich ausarbeiten, weil ich würde es genau andersrum sehen. Mhm. Ich finde, dass die Medienwissenschaftler bisher vor allem an der ANT interessiert waren, deshalb, weil es diese Veränderung, ja, Störung ist ja bei uns immer schon toll, weil das zeigt ganz viel, ja, dass die Blackbox aufmachen. Und das mit der Unsichtbarkeit ist ja auch eine medienphilosophische Figur, die bei uns wirklich da ist. Die Medien sind unsichtbar, aber machen sichtbar. Oder sind nicht wahrnehmbar, aber machen wahrnehmbar. Und da sie nicht direkt sichtbar und wahrnehmbar sind, können wir das nur über die Form machen. Also so Medium-Form-Unterscheidung bei Luhmann. Das ist so eine ganz gängige Form. Ich würde sagen, das ist genau nicht die Tradition, sondern diese Zwischenglied-Tradition, das ist eigentlich eine Tradition, die es direkt an die Soziologie anschließt. Die Soziologie beschäftigt sich mit Stabilisierungsphänomenen. Behaupte ich jetzt mal ganz kühn, unter anderem. Ja. Also wie kommt Gesellschaft überhaupt zustande? Ja? Bei Luhmann wäre es ja auch die Frage, wie wird Kommunikation wahrscheinlicher? Ein Wunder eigentlich, wenn man sich das anguckt, wir haben so viele Probleme. Wie kann das sein, dass wir es trotzdem machen, kommunizieren? Ja? Wie kann es sein, dass es soziale Strukturen gibt, die morgen auch noch gelten, vielleicht noch in 10 Jahren? Und ich würde eher sagen, dass diese Zwischenglied-Fassung eigentlich eine ist, die Medienwissenschaft soziologisch anschließbarer macht, als dass es tatsächlich genuin medienwissenschaftlich ist. Mhm. Und ich meine, warum Latour das nicht so sehr interessiert, ist es ja, weil der von einer ganz anderen Seite kommt. Er will ja gegen die klassische Soziologie gehen, die sich genau über solche Stabilisierung konstituiert oder über Struktureigenschaften. Mhm. Ja, also dann, von dem her ist es vollkommen klar, dass er sozusagen von seiner Wissenschaftspolitik, dass ihn das erstmal nicht so sehr interessiert. Mhm. Um da aber nochmal einen Schritt weiter zu gehen, ich finde gerade in dem, es ist nicht das letzte, aber sag mal, das große, letzte, fette Werk von ihm, ja, Existenzweisen, da macht er das dann eigentlich interessanterweise. Da geht es nicht mehr nur um, oh Gott, unterschiedliche Akteure und die sind variabel und fluide und alles stört alles und verändert alles, sondern da geht es ja darum, dass tatsächlich Existenzweisen ausformuliert werden, die er macht. Und Existenzweisen sind erstmal tatsächlich, wie bei Luhmann systemtheoretisch, Systeme. Und die Existenzweisen, die sind stabil oder die werden permanent stabil gehalten oder sind stabil gehalten worden. Also finde ich dort eine interessante Figur, dass sozusagen mit der Zeit tatsächlich diese Frage zumindest des Stabilen bei ihm nicht unter dem Begriff des Zwischengliedes figuriert, aber trotzdem diese Frage an und für sich groß wird. Also ich habe in meinem Text zum Beispiel mal genommen, bei ihm gibt es die Existenzweise der Reproduktion. Ja, und das ist eigentlich nichts anderes. Die Reproduktion versucht, auf Wiederholbarkeit angelegt zu sein und Stabilisierung zu erreichen und wäre in dem Sinne erstmal ein Zwischenglied. Also wenn ich es nochmal ein Stück weit konkreter fasse, so, ne, Zwischenglieder und so weiter, geht es ja ganz klar darum, jetzt nicht nur die sogenannte Kommunikations- und Verständigungsmittel als Medien aufzufassen, sondern eben alles, was erstmal einen signifikanten Unterschied zur Vernetzung macht von anderen Größen, sowohl jetzt im Sinne von menschlichen Akteuren, Journalisten, Journalistinnen, auch Apparate, Inskriptionen, Texte, Genres, Algorithmen. Aber gleichzeitig, und das finde ich ganz spannend daran, argumentierst du ja auch gegen einen ganz unspezifischen vagen Medienbegriff, wie jetzt eben Luhmanns Möglichkeitshorizont oder alles, was sich entzieht, ne, so diese negative Medientheorie von Dieter Mersch, und sagst eben, dass man mit diesem Agency in diesen beiden Hinsichten sozusagen, Störung und auch Stabilisierung, jetzt den relevanten Unterschied, den Medien machen, eben sehr präzise eben benennen kann und damit eben den Begriff wieder schärfer macht eigentlich. Und das eben dann doch nicht irgendwie so ein ganz weites, alles ist irgendwie Medien. Und das hat so zwei Richtungen, finde ich. Ja, also einerseits schon bei mir, kann alles Medium sein, genau. Und das ist auch richtig so. Es kann alles genau dann, wenn es einen signifikanten Unterschied macht oder wenn es eine bestimmte Form von starker Stabilisierungsmöglichkeit hat, ist es ein Medium oder kann es Medium sein? Also daran würde ich schon festhalten, also den Medienbegriff so weit als möglich aufzumachen, also im Sinne von Potenzialität. Was aber genau richtig, was ich schwierig finde, oder?
darf ich sowas sagen, auch langweilig finde, diese negative Sache. Wir suchen immer dieses dahinter, dieses Medium, diese Potenzialität. Die Kunst kann das reflektieren oder in Störung zeigt sich das. Also das haben wir jetzt schon relativ lange häufig besprochen. Da müssen wir auch mal drüber hinwegkommen. Und dann wäre halt eine Möglichkeit zu sagen, nein, das Medium ist nicht dasjenige, das sich verbirgt, dasjenige, das dahinter ist, sondern das ist da. Das ist ein Objekt und zwar in einer spezifischen Situation. Ja, und diese Situation, die kann ich erst immer nur spezifisch herausfinden, wenn ich mir die anschaue. Darum wäre damit, glaube ich, schon noch etwas verbunden, wo ich glaube, die allermeisten Medienwissenschaftler gar nicht mitgehen würden. Wir müssten eigentlich Ethnologen werden. Es geht nur über Ethnologie. Nämlich, ich brauche einen Zustand davor und ich brauche einen Zustand danach. Und dann kann ich die Sachen vergleichen. Also ich muss sozusagen tatsächlich meine Umwelt, meine Welt beobachten. Und dann kann ich erst sagen, welches davon, welches wahrnehmbare Element davon tatsächlich Agency hat und welches nicht. Und da muss ich dann halt tatsächlich in das Schreckliche, was wir lange Zeit nicht machen, in das schreckliche Feld gehen. Ja, es geht nicht anders. Ich sehe dem Ding nicht an, ob das jetzt Medium ist oder nicht. Oder ich sehe auch den ästhetischen Phänomen das eigentlich erstmal nicht an, sondern es muss ein Vorher und Nachher geben. Und das hat was mit Beobachtung zu tun von Dingen, die geschehen in der Welt. Also möglichst konkret und möglichst wenig verallgemeinert, sondern halt wirklich... Genau. Ja. Das wäre sozusagen die Idee, dass also einerseits so ganz blöd gesagt, der Medienbegriff, es kann alles, kann Medium sein, aber wenn ich es dann untersuche, muss es so kleinteilig und so konkret wie möglich sein, weil allgemeine Aussagen bringen halt nichts. Ja, das Radio funktioniert so und so und das Fernsehen macht das und das. Puh, ich weiß nicht. Da kommt man doch nirgends hin. Das ist doch, und dann, es hat unendlich viele Möglichkeiten und es aktualisiert sich in welchen. Ich finde, das ist, darf ich nochmal polemisch sagen, da kommt man zu nichts. Da kommt man zumindest nicht zu konkreten Ergebnissen an sehr lokalen oder spezifischen Sachen. Der Produktion. Es ist natürlich interessant, dass, wenn man so in Richtung Ethnologie geht, dass da dann natürlich die Kritik aufkommt, durch die Beobachtung greifen wir eigentlich ein in die Messung und inwiefern können wir uns selber überhaupt rausrechnen und ja. Ja. Also ich finde auch, also ich habe das bestimmt nicht irgendwie wunderbar gelöst, aber ich finde erstmal, dass es bezeichnend ist, dass zumindest Latour sich damit echt gar nicht beschäftigt. Ich finde es eigentlich der Hammer. Folge den Akteuren. Okay, ich folge den Akteuren als Ethnologe, genau. Aber was mache ich denn eigentlich, während ich denen folge? Ja, wie folge ich denen? Welche Interessen habe ich und wie bin ich Akteur? Mhm. Und ich bin auch nicht totaler Experte davon, aber ich habe bei ihm dazu wirklich nichts gefunden. Das blendet er aus. Und da würde ich sagen, das muss rein. Ja. Und darum wäre bei mir auch diese Idee noch drin, die ist so halblebig mit hineingeflickt, die gar nicht zu ANT passt, zu sagen, es kommt immer auf den Beobachterstatus an. Also erstmal kann man mit Henyon, also ein anderer aus der ANT, sagen, dass man auch beobachten kann, dass innerhalb eines Netzwerkes für manche Leute etwas ein Mittler ist und für andere ein Zwischenglied. Ja. Dass also so im Netzwerk selber sozusagen dort eine Veränderung stattfinden kann. Und das Zweite ist halt, je nachdem, wie ich beobachte. Ja. Also was ist mein Interesse, was sind meine Fragen und auf welcher Beobachtungsebene? Weil ich kann ja sozusagen unendlich klein auch diese Handlungsmächte dahingehend ausdifferenzieren, weil ich sage, was ist eigentlich das kleinste Element des Akteurs? Da komme ich ein Unendliche. Also muss ich erstmal eine pragmatische Entscheidung fällen. Das ist jetzt sozusagen meine Ebene, auf der ich mir anschaue. Und natürlich muss der Beobachter dann mit hinein. Ja. Und auch die Art und Weise, wie ich mich zum Beispiel dazu verhalte selbst. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sowas kann man nur pragmatisch irgendwie sich dazu verhalten, zu sagen, entweder ich reflektiere das oder mich interessiert vor allem, wie ich selber darauf schaue oder ich mache zumindest klar, welche Ebene mich eigentlich interessiert. Also da kommt man tatsächlich, glaube ich, nicht raus und sollte man auch nicht. Also hinter sowas sollte man nicht mehr zurück, dass man einfach den Akteuren folgt und sagt, naja, so ist es halt in der Welt. Ja gut, ich meine, bei Latour schließt das ja auch ein bisschen an so Garfinkel an und diese Akteursperspektive, ne, als so eine Art Sozialphänomenologie, also wie wird das eigentlich auf dem Boden wahrgenommen und nicht sozusagen aus einer ganz abstrakten Perspektive. Das ist ja zumindest ein Anschlusspunkt so von dem, aber man wahrscheinlich stimmt das schon, dass man es dann, dann oft nicht mehr so wirklich wiederfindet, wie sich das dann wirklich auf die Theorie konkret auswirkt eigentlich. Auf die Modellierung. Also ich verstehe auch, dass er erstmal sich selbst als Beobachter rausnehmen hat. Von mir aus auch eine diskurspraktische, eine strategische Funktion, weil das gleich immer der Konstruktivismus ist und der ist ja erstmal bäh. Ja, der muss weg. Ja, wir müssen weg von dem Konstruktivismus, dass wir nur noch in diesen Beobachtungsschleifen von uns selbst uns anschauen. Das verstehe ich erstmal, aber ich finde, das ist nicht befriedigend gelöst. Zumindest nicht bei Latour oder nicht, zumindest nicht, wie was ich gelesen habe.
Ja, darf ich vielleicht auch noch mal eine Frage? Ich bin immer noch bei diesem Unsichtbarwerden der Medien. Das ist ja eigentlich so ein Topos, ne? Dass Medien eben auch leistungsfähig sind, wenn sie eben nicht gespürt werden. Ja. Und dann war die Post das Beispiel, die eben die Botschaft oder die Bedeutung von einem Text eben nicht verändert, weil sie die einfach nur hin und her schiebt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich nehme das immer als Beispiel und sage dann, wenn man Medienspezifität annimmt, dann ist es eben Unterschied, eine SMS zu schreiben oder einen Brief zu schreiben. Ja. Und dann wäre die Frage, muss man da nicht sehr viele Ebenen halt unterscheiden, weil also beim Brief, da habe ich vielleicht die Botschaft, also der semantische Gehalt, der ist jetzt nicht verändert, aber man sagt ja, dass etwa im 19. Jahrhundert in der Briefkultur das eine sehr affektierte Gesellschaft erzeugt hätte. Also die Benutzung bestimmter Medien, die ist auf jeden Fall, hat die einen Effekt. Ne? Und auch wenn das jetzt nicht im Einzelnen gespürt wird, wenn durch die Post die Briefe hin und her geschoben werden, so hat das einen ganz immensen Auswirkungen eben auf die Gesellschaft. Also es wäre jetzt nur so eine Frage, ja. Muss man vielleicht nicht auch noch unterscheiden, wo jetzt die Veränderung stattfindet in der Bedeutung oder in irgendwelchen anderen Wirkungen? Und ja, also zum ersten SMS und Post, ich finde, da ist mal so ganz klassisch auch in der Medienwissenschaft drin, ja, also Medienkomparatistik, ja, und das macht einen Unterschied, sei es, dass es limitiert ist, sei es, dass die Praxis sich so entwickelt hat, vollkommen klar. Mit der Unsichtbarkeit meine ich eigentlich eher tatsächlich erstmal, es gibt eine Stabilisierung, die ich sozusagen sichtbar machen kann, die mir aber normalerweise auch nicht bewusst wird, oder sagt man es anders, die mich erstmal gar nicht interessieren darf, sonst kann ich die Briefe nicht mehr lesen oder die Fernsehserie nicht sehen. Also ganz auf einer ganz praktischen Ebene muss das erstmal verschattet werden, sonst geht es halt nicht oder ich habe kein Vergnügen daran. Und die andere Sache, die Sie angesprochen haben, ob man das noch ausdifferenzieren müsste, finde ich auf jeden Fall. Und das wäre dann halt tatsächlich nur praktisch zu lösen, also praktisch, pragmatisch zu lösen. Was meine ich damit? Also ich gucke mir an, was weiß ich, im Laufe der Entwicklung des Postwesens hat sich das Papier verändert. Vermute ich dort beispielsweise eine Agency, die sich verändert hat dadurch, dass das Papier dicker wurde oder dünner wird. Gucke ich mir tatsächlich die jeweilige Schriftart an, schaue ich mir die Sachen an, für das Briefe geschrieben worden sind, also im 19. Jahrhundert, wo man dann heulen muss oder eine Träne schon mit reinnehmen müsste. Und das ist vielleicht eine zu Larifari-Antwort, aber das ist tatsächlich ganz klar, dass es solche Ebenen gibt. Und ich finde, dass der Medienbegriff genau das eigentlich hergibt, dass ich mich vorher entscheide, also wo skaliere ich eigentlich? Also wo setze ich an? Was interessiert mich? Und dann kann ich das sozusagen durchklinieren. Da könnte ich auch ein paar Reihen machen. Und das könnte ich ja dann auch verbinden zu sowas wie Dispositiven oder sozusagen. Also es gibt das Postwesen und dieses Postwesen hat unterschiedliche Merkmale, ja, staatlicher Natur, bestimmte Praktiken, bestimmte Schriften, bestimmte Briefmarken, bestimmte Dicke des Papiers. Ja, also ich habe das nicht explizit, aber der Medienbegriff selbst müsste sowas eigentlich leisten können, tatsächlich.